willkommen beim Kanal. Ich bin der Tonja und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es mal nicht um einen Auftrag, sondern um kreative, einfache Art DIYs. Es kommt öfter mal vor, dass ich durch Instagram und Co. scrolle und Sachen finde, die mir gefallen und die ich gerne mal nachmachen würde. Und durch diesen Kanal habe ich jetzt auch endlich einen guten Grund dazu. Außerdem wird mein nächstes Video vermutlich auch wieder ein Auftrag, deswegen wollte ich ein bisschen Abwechslung reinbringen. Und ich hoffe, dass die Sachen euch genauso interessieren wie mich. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit dem Video an. Sache Nummer 1 ist etwas, wie man seine Zeichnungen ein bisschen aufpimpen kann. Und zwar habe ich jetzt öfter schon mal Skizzen gesehen, die so Neon-Highlights oder Neon-Umrandung hatten. Und die finde ich ziemlich cool. Ich habe tatsächlich auf YouTube auch den Künstler davon gefunden. Der hat eben die meisten davon gemacht. Aber nur um herauszufinden, dass er das Ganze komplett am Computer bearbeitet. Ich wollte das aber irgendwie zeichnerisch hinkriegen, also habe ich weiter recherchiert und dann jemanden gefunden, der das mit Stiften macht. Sah jetzt nicht so cool aus wie das andere, aber ich probiere es trotzdem mal. Ich habe da mal was vorbereitet. Nichts Besonderes, einfach nur eine kleine Skizze, da habe ich mir jetzt auch nicht sonderlich große Mühe gegeben. Aber ich denke, das wird hoffentlich hinhauen. Ich habe dann mit meinen Polychromo-Stiften, das sind eigentlich so ziemlich Buntstifte, geguckt, was am besten aussehen würde. Eigentlich immer eine Farbe und die habe ich mit Weiß dann ausgeblendet. Ich wollte eigentlich ein neon-pinkes Licht machen, ich hatte aber in dem Set leider kein richtiges Pink, deswegen ist es blau geworden. Dann habe ich einfach ganz leicht angefangen mit diesem knalligen Blau zu schattieren und bin dann mit Weiß rübergegangen. Und ich fand, es sah eigentlich schon ziemlich cool aus. Und ich hätte es auch bei dieser Stelle belassen sollen, denn bei allen Bildern, die ich dazu gesehen habe, war eigentlich auch immer nur der Rand mit diesem Neonlicht. Bei mir ist es leider irgendwie im Prozess die komplette Gesichtshälfte geworden. Ich wollte es eigentlich dann auch noch mit dem weißen Edding ein bisschen verstärken, das sah mir dann aber zu krass aus und dann habe ich es wieder weggewischt. Ich habe aber immer mal wieder das wieder ausprobiert, wieder weggewischt, also eigentlich hatte ich nicht so richtig einen Plan. Und es sieht okay aus, denke ich, aber es sieht halt noch nicht so ganz wie Neonlicht aus, also ist es okay, aber ich wollte halt, dass es ein bisschen realistischer aussieht. Es hat wahrscheinlich auch mit was mit meiner Technik zu tun, aber ich kam ums Bearbeiten nicht drum rum. Ich habe das Ganze erst dunkler gemacht und dann habe ich es geglättet, da wo ich mit den Buntstiften eben gezeichnet habe, damit es halt weicher aussieht und wie ein Licht. Ich habe dann immer wieder den Kontrast verstärkt und die Highlights heller gemacht und es gibt bei Facetune ein Setting, wo man Neonlichter schon fertig dazufügen konnte. Das hat mir viel geholfen. Da habe ich dann so ein blaues Licht an die Stelle hinzugefügt, dann noch einen Filter drüber gelegt, ganz leicht und das Ganze zugeschnitten und so sah jetzt die bearbeitete Version aus und ich finde, das wirkt doch schon ziemlich realistisch, aber ich hätte es halt gerne einfach nur mit Stiften geschafft. Mir hat diese Neon-Sache aber keine Ruhe gelassen und ich habe herausgefunden, wie man das komplett bearbeitet. Dazu habe ich auch ein Video gemacht auf meinem Instagram-Kanal. Falls euch das interessiert, könnt ihr ja mal vorbeischauen. Sache Nummer 2 sind diese Musik-Glasscheiben-Deko-Dinger und die finde ich ja so cool. Beim ersten Mal schauen habe ich erst gedacht, okay, vielleicht passt das gar nicht in mein Zimmer und wenn ja, wohin? Ihr seht, mein Zimmer ist nicht so super groß. Aber jetzt habe ich die mittlerweile so oft gesehen, in allen Variationen, dass ich gar keine andere Wahl habe, als die jetzt hier nachzumachen. Okay, wir brauchen auf jeden Fall eine Glasscheibe, deswegen war ich bei DM und habe mir Bilderrahmen gekauft in der Größe 15x20. Ich fand, das war eine ziemlich gute Größe, nicht zu klein, nicht zu groß und da nehme ich dann einfach die Glasscheibe raus. Dann bin ich durch meinen Apple Music gescrollt, habe nach einem Lied gesucht, das ein schönes Cover hat und auch ein Cover in Blautönen, damit es zu meiner Zimmereinrichtung passt und habe das dann ausgedruckt. Dann schnappe ich mir einen weißen Edding und bevor ich anfange, irgendwas darauf zu zeichnen, putze ich die Glasscheibe noch einmal über. Ich habe die Scheibe dann richtig positioniert und angefangen, das Ganze abzupausen. Und es tut mir leid, dass man die ganze Zeit meinen Kopf sieht, aber ich musste wirklich sehr nah rangehen, denn es war gar nicht so einfach. Ich würde euch nicht empfehlen, das Ganze kleiner zu machen, denn ich hatte schon mit die kleinste Größe an Edding und das war schon sehr anstrengend an manchen Stellen.
So, das Ganze ist jetzt fertig abgepaust und jetzt muss ich nur noch das Cover aufschneiden und das darauf kleben. Und ignoriert meine Schneidekünste. Ich kann einfach nicht ausschneiden. Ich weiß nicht, im Kindergarten habe ich da nicht aufgepasst. Ich wollte auch diese runden Ecken machen und meine Schere war aber so überdimensional groß. Das sieht furchtbar aus. Ignoriert das bitte. Dann habe ich einen Uhu-Kleber genommen und ein bisschen auf die Scheibe gemacht und dann ein bisschen hinten drauf. Ich hatte erst Angst wegen dem dünnen Papier, dass das doof aussieht, hat aber alles ganz gut funktioniert. Und dann habe ich es einfach aufgeklebt und dran gedrückt und gewartet, bis es trocken war. Ich wollte aber noch einen zweiten Versuch starten und wie sollte es anders sein mit einem Shawn Mendes-Song. Und zwar habe ich auch gesehen, dass das eine Person mit Farbe gemacht hat und da habe ich gedacht, wieso nicht? Und ich dachte, damit könnte ich vielleicht noch ein bisschen präziser arbeiten. Das war aber leider eine Vollkatastrophe, zumindest bei der Schrift. Also das habe ich bei dem Weißen auch aufgegeben. Ich habe es jetzt hier probiert, aber das ging gar nicht. Ich musste noch näher rangehen und beim zwei Versuchen habe ich das dann abgewischt und das einfach mit dem Marker gemacht. Ich wollte aber unbedingt das Rote so haben. Das ging auch irgendwie halbwegs mit Farbe, kann ich euch auch nicht erklären, warum. Aber mich stört bei der Farbe einfach, und das seht ihr gleich, dass es so, ich weiß nicht, es hatte so Textur und es war nicht ganz deckend. Also ich musste nochmal rübergehen. Ich würde euch das einfach mit Edding empfehlen. Dann einfach wieder das Cover ausschneiden und das ist tatsächlich besser geworden. Das ist jetzt Grundschulniveau. Wir verbessern uns langsam. Mir hat das mit dem Rot so gut gefallen, dass ich das bei dem anderen auch direkt gemacht habe. Und das sind die beiden fertigen Ergebnisse und ich finde sie wirklich mega cool. Ich bin echt begeistert. Es ging super schnell, mega einfach. Also wenn ihr das nachmachen wollt, ist es eine echte Empfehlung. Ich finde, die bringen nochmal was Persönlicheres rein. Es sieht irgendwie, ich weiß nicht, ein bisschen professioneller aus. Sie sind jetzt vielleicht nicht perfekt, wenn man sie ganz nah anguckt, besonders wegen meiner Schneidkünste, aber eine echt coole Sache und hätte ich mehr Platz, würde ich auch noch mehr davon machen. Damit wir hier auch alle Neon-Maltechniken in diesem Video abgehakt hätten, male ich jetzt noch ein Neon-Bild mit Farbe. Und zwar bin ich auf dieses Video hier gestoßen und da malt sie halt eben einfach ein Neon-Bild. Ich habe auch noch ein paar andere davon gesehen. Das hier hat mir jetzt einfach am besten gefallen und es sieht so aus, als wäre es ziemlich einfach und würde schnell gehen. Deswegen habe ich mir gedacht, passt, machen wir nach. Ich habe mir also bei Pinterest ein Motiv rausgesucht und schon eine Leinwand komplett schwarz angemalt. Wundert euch nicht, dass sie so ein bisschen Textur hat. Das liegt daran, dass ich da schon mal was drauf gemacht habe, mir das aber nicht gefallen hat und dann habe ich es einfach übergemalt. Dann zeichne ich das Ganze auf meine Leinwand mit einem weißen Kreidestift. Geht genauso gut mit einem Bleistift. Ich dachte aber irgendwie, funktioniert das besser. Und dann habe ich das Ganze angefangen, weiß anzumalen mit den dünnsten Pinsel, den ich hatte. Leider muss ich mir echt mal neue kaufen. Die sind alle ganz schön ausgefranst. Und bis hierhin ging's noch. Also, wie ihr gesehen habt, ist der Plan, das Ganze in drei Farben aufzubauen. Einmal dieses Weiß, einmal eine hellere Farbe von der Farbe, die man benutzt, und dann die dunkle. In meinem Fall war das jetzt Weiß, Hellblau und dunkelblau. Und hier sind wir jetzt schon wieder am Punkt, an dem ich wieder alles bereut habe. Oh mein Gott, das war so anstrengend und es hat so lange gedauert. Ich kriege es irgendwie immer hin. Ich habe da ein Talent für, die Sachen immer genau so klein zu machen, dass es für mich einfach super anstrengend wird. Das Ding ist auch, und ich gebe das hier jetzt ernst zu, ich wollte das so klein machen, hatte leider keine Leinwand mehr. Also es hat schon damit angefangen, dass ich eine Leinwand übermalen musste, die Textur hatte. Und ich hätte eine größere Leinwand gehabt, aber ich habe die Sache jetzt nicht so ernst genommen und dachte, ich würde einfach nur die Sache an sich ausprobieren und jetzt keine große Leinwand dafür verschwenden. Ja, aber es ging dann wieder halbwegs, als ich die dunklere Farbe drauf gemacht habe. Ich fand, da hat man dann so erkannt, okay, es soll Neon sein und bei dem Rot sah es richtig gut aus, fand ich. Ich hatte zwischendrin so den Struggle. Ich saß schon beim Malen so da und dachte, okay, was machst du jetzt als Alternatives? Fällt dir jetzt irgendwas ein, was genauso schnell gehen würde? Aber wisst ihr was? Ich find's okay mittlerweile. Und fürs Ausprobieren, einfach für so eine Spaßsache, ist es gar nicht mal so schlecht. Ich denke, dass man damit ziemlich coole Schriften machen kann, aber ich werde es vermutlich nicht nochmal machen. So, das war's dann auch schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch unterhalten und gefallen. Wenn ja, dann lasst euch dem Kanal ein
Abo und einen Daumen nach oben da. Falls ihr noch andere meiner Malsachen sehen wollt, dann folgt mir doch auf Instagram. Da poste ich auch immer Stories, wenn ich gerade an einem Video arbeite. Daran könnt ihr ungefähr sehen, wann so das nächste kommt. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen.